Im Jausnen sind die Schweden Europameister. Kein Tag ohne Kaffee und Kuchen. Und auch im Kinderkriegen liegen sie ganz vorn. Und das betrifft auch den Prozentsatz an Vätern, die in Karenz gehen. Und dann gibt es noch etwas, was die Schweden mehr machen als alle anderen Europäer. Nämlich Bloggen. In Schweden gibt es heute hunderttausende verschiedene Blogs. Vor allem Modeblogs sind sehr mächtig geworden. Schon 16-jährige Mädchen verdienen tausende von Euros mit ihren Blogs im Monat und machen den Modegazetten große Konkurrenz. Modezeitschriften haben sich erst geweigert, überhaupt ins Netz zu gehen, um ihre Auflagen nicht zu gefährden. Heute müssen sie Bloggerinnen auf die Titelseiten setzen, damit sie ihre Auflage retten. Bloggerinnen sind die neuen Popstars. Was die Bloggerinnen tragen, wird nachgekauft. Man will trendy sein. Mode ist in Schweden heute sehr wichtig. Extrem. Was heißt extrem? Extrem, das bedeutet. Mode ist in Schweden sehr wichtig geworden. Überhaupt seit es die Bloggerinnen gibt. Im Trend zu liegen ist wirklich wichtig. Det är på något sätt viktigt att vara trendig och veta. Kitty Olsen ist Moderedakteurin bei einem Blogportal und natürlich auch selbst Bloggerin. Ein Dream come true für die meisten schwedischen Mädchen. Über die neueste Topshop-Kollektion bloggen zu dürfen und dafür auch noch Geld zu bekommen. Hier haben wir mehr die romantische Linie. Puder und puffigt. Dieses Rüschige wird diesen Sommer sicher sehr groß werden. Aber immer kombiniert mit harten Details, wie zum Beispiel spitzen Schultern. Also man mixar med det här lugna puderaktiga, som är mer liksom nedtonat. Aber nicht nur junge Mädchen bloggen über die Schule, Liebe und über Mode. In Schweden hat heute jeder Promi einen Blog. Sehr oft ist es ein Mama- oder ein Papa-Blog. Und dabei stehen nicht die Kinder im Vordergrund, sondern das Leben der Eltern in all ihren Facetten. Den schwedischen Blogger-Hype losgetreten hat dieser Kerl, Alex Schulman. Seit 2006 bloggte er für die größte schwedische Tageszeitung in nicht gerade liebevollem Ton über Promis, Modebloggerinnen und auch über seine eigenen Chefs. Sie seien übergewichtig, stillos und schier. Dabei hatte der Chefredakteur schon vorab einige Regeln aufgestellt. Man verwendet einfach keine Schimpfworte und man spricht auch nicht schlecht über andere. Eine Reihe von Verhaltensregeln, die für traditionelle Medien gelten, aber sicher nicht Teil der Blogwelt sind. In meinem ersten Blog-Eintrag habe ich gegen jede einzelne dieser Regeln verstoßen, um zu zeigen, wo es lang geht. Im nächsten halben Jahr wurde also intern viel über meinen Stil gestritten, aber das war es wert. Man beschloss daraufhin, eine Pause einzulegen. Bei der Bekanntgabe der Niederlegung des Blogs kamen Journalisten aus dem ganzen Land. Aber nur ein Jahr später holte man ihn zurück und schenkte ihm seine eigene Web-Talkshow. Man wusste schon warum. Die Show hat heute über 500.000 Seher. Schulmann Show heißt sie und er produziert sie gemeinsam mit seinem kleinen Bruder Kalle Schulmann. Auch Kalle betreibt einen sehr erfolgreichen Blog. Letztes Jahr sorgte er für großes Aufsehen, als er über den Blog veröffentlichte, dass er und seine Freundin Anita, auch eine Bloggerin, schwanger waren. Jedoch vor Ablauf der ersten drei Monate. Viele Leser verurteilten sie dafür. Das Baby überlebte leider nicht. Die beiden standen trotzdem zur frühen Veröffentlichung. Man müsse über solche Sachen auch reden können, schrieben sie. Mit seinem Blog Geld zu verdienen, wie sein Bruder Alex, ist für Kalle aber kein Thema. Ja, precis. Nein, ich denke. Ich habe mir schon oft gesagt, jetzt will ich aber Geld mit dem Blog verdienen. Besucher hätte ich ja genug gehabt, dass es sich ausgehen würde. Aber ich wollte dann doch nicht diesen Druck haben. Druck habe ich genug im Job. Im Blog will ich dann frei sein. Allein von seinem Blog könnte Alex Schulmann heute sehr gut leben. Auf diesen dreht sich alles um Amanda und Charlie, seiner kleinen Tochter. Ein Papa-Blog eben. 200.000 Personen lesen den Blog jede Woche und kommentieren ihn auch sehr gerne. Manche Leser sind sehr irritiert über meinen Erziehungsstil. In ihren Augen kann ich nicht einmal einen Kaffee trinken, ohne Charlie zu gefährden. Und jetzt fliegen wir nach Thailand und sind natürlich die schlimmsten Rabeneltern, weil wir dem Kind diese Flugreise antun.
Noch vor 3 Jahren war Alex mit Katrin Zytomyrska verheiratet. Zur Hochzeit spielten sie damals I Still Haven't Found What I'm Looking For und scheinbar war was dran. Wenige Monate später folgte die Scheidung. Freunde sind sie heute nicht. Über so einen Blog kann man eben alles mitverfolgen. Und einen Blog hat Katrin Zytomyrska auch. Fuck You Right Back heißt er und nur ein Jahr nach Alex bekommt auch sie von ihrem neuen Partner ein Baby. Katrin hat mittlerweile über 400.000 Leser, doppelt so viel wie ihr Ex-Mann. Auf ihre Schwangerschaft reagierten die Schweden fast hysterisch. Hatte sie sich doch davor oft genug darüber ausgesprochen, dass kleine Kinder in Lokalen allgemein Lokalverbot haben sollten, weil sie so nervig seien. So eine Geburt ist aber für Katrin kein Problem, meint sie. Nein, ich habe gar keine Angst. Ich glaube, es wird sehr gut laufen. Wenn ich die erste Frau auf der Welt wäre, die das hier durchmacht, dann hätte ich Angst. Aber es haben schon so viele vor mir geschafft. Und hast du auch keine Angst vor durchgewachten Nächten, wenn das Kind dann da ist? Nein, das Kind kommt jetzt irgendwann im Mai. Dann haben wir für Juni und Juli ein Haus am Meer gemietet, außerhalb von Stockholm. Ein sehr großes Haus mit ganz vielen kleinen Hütten nebenbei. Da können auch andere Personen wohnen. Und dort werden meine Mutter sein, meine Schwester und ganz viele Personen, die sozusagen mithelfen können. Auch mein Freund wird natürlich da sein und helfen. Alle werden helfen. Ich bin nämlich eine sehr bequeme Person. Und nach dem Sommer werde ich natürlich ein Kindermädchen haben. Und sollte mein Baby ein richtiges Schreibaby werden, das auch in der Nacht keine Ruhe gibt, werde ich mir natürlich auch in der Nachthilfe suchen. Ich bin nämlich jemand, der kein Problem damit hat, Hilfe anzunehmen. Ihr neuer Lebenspartner heißt Bingo Rimer und ist ein ehemaliger Nacktfotograf. Sie sei nach einer langen Reihe von Tutti-Frutti-Mädchen die erste braunhaarige Frau mit Verstand, mit der er zusammen sei, meint sie. Der gemeinsame Sohn soll übrigens Ringo heißen. Ja, ich glaube das. Also wir hatten ja erst hatten wir Henry. Ja, ich denke, er wird Ringo heißen. Erst hat uns beiden Henry gut gefallen. Dann haben aber so viele Eltern ihre Söhne Henry genannt. Und ich möchte meinem Kind keinen Namen geben, den alle Kinder haben. Andere haben. Und dann denke ich auch, dass es lustig ist, wenn er Ringo heißt, weil Bingo heißt Bingo. Ich fände es sehr lustig, wenn er Ringo heißen würde, weil ja sein Vater Bingo heißt. Also mit uns als Föräldrar so kommen wir noch. Und ich denke, mit uns als Eltern wird er diesen Namen auch verkraften. Aber letztens habe ich mir wieder gedacht, verdammt, was ist, wenn Ringo später Börsenmakler werden möchte? Dann wird er uns hassen für diesen Namen. Man weiß ja nie, was kommt. Man weiß ja nie, was kommt.